Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mein Name ist Matthias Motter, ich bin Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde am Weinberg in Berlin. Und Sie hören jetzt meine Gedanken zum 5. Sonntag nach Ostern. In unserem Kirchenjahr tragen einige der Sonntage nach Ostern auffordernde Namen, lateinische Namen, Jubilate, Kantate, Rogate. Der 5. Sonntag nach Ostern heißt Rogate, auf Deutsch betet, bittet. Denn wer da bittet, der empfängt. So steht es im Lukas-Evangelium, so sagt es Jesus in der Überlieferung des Evangelisten Lukas. Es steht zumindest an dieser Stelle nicht da, wer da bittet, der empfängt genau das, worum er gebeten hat. Gott ist ja kein Süßwarenautomat, in den man ein Gebet hineinwirft und aus dem dann das Gewählte herauskommt. Unsere Gebete sind nicht die Währung, mit der wir uns von Gott etwas erkaufen könnten, denn das, was wir von Gott bekommen und brauchen, das ist überhaupt nicht käuflich. Das muss in keiner Weise erarbeitet oder erleistet werden. Gottes Wirken ist Geschenk. Gottes Liebe ist Geschenk, ist bedingungslos. Und trotzdem lesen wir immer wieder in der Bibel diese Aufforderung zum Bitten, zum Beten. Warum? Am 18. November des Jahres 1942 schreibt die damals 21-jährige Studentin Sophie Scholl einen Brief an ihren Freund Fritz Hartnagel. Der ist als Soldat der Wehrmacht an der Front in Russland eingesetzt. Sophie Scholl schreibt: Gegen die Dürre des Herzens hilft nur das Gebet, und sei es noch so klein und arm. Wir müssen beten und füreinander beten. Fritz, wenn ich dir jetzt nichts anderes schreiben kann, so doch bloß deshalb, weil ich Angst in mir habe und nichts als Angst und mich nur nach dem sehne, der mir diese Angst abnimmt. Ich bin Gott noch so ferne, dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre. Ja, manchmal, wenn ich den Namen Gottes ausspreche, will ich in ein Nichts versinken. Das ist nicht etwa schrecklich oder schwindelerregend, es ist gar nichts. Und das ist noch viel entsetzlicher. Doch hilft dagegen nur das Gebet. Und wenn in mir noch so viele Teufel rasen, ich will mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat, auch wenn ich es nicht mehr in meinen erstarrten Händen fühle. Ich will mich an das Seil klammern. Ein Seil. Gott wirft ein Seil, stellt eine Verbindung her. Das Gebet stellt eine Verbindung her. Es hilft aus der Dürre des Herzens. Das rettende Seil, das ich greifen kann in der Angst. Und vielleicht spüre ich es, vielleicht spüre ich es nicht. Aber es ist da und es hält. Aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Krieg lesen wir im sogenannten Alten Testament unserer Bibel ein Gebet eines Propheten, der Daniel heißt. Daniel betet: Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.
Daniel kann in seinem Gebet Fehler eingestehen. Er sieht die Schuld der Menschen. Er spricht von unserer Schuld und den Missetaten der Väter, wenn er vom Krieg, vom Elend, von den Zerstörungen redet. Elend, Zerstörung, Hass und Gewalt. Wir wissen, das waren nicht nur vor über 2000 Jahren. Das waren auch nicht nur vor 80 Jahren die Folgen falschen menschlichen Handelns. Sie sind es, Gott sei es geklagt, an vielen Stellen der Welt, im Kleinen und im Großen, auch heute noch. Und vielleicht steckt eine wichtige Erkenntnis in dem Gebet des Propheten Daniel, wenn er sagt: Wir liegen vor dir, Gott, mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Nicht allein auf uns selbst schauen. Nicht immer nur zusehen, dass wir zu unserem vermeintlichen Recht kommen. Sondern, so unvollkommen wir sicher nur können, den barmherzigen Blick Gottes einnehmen. Sophie Scholl schreibt in ihrem Tagebuch: Wenn ich die Menschen um mich herum ansehe und auch mich selbst, dann bekomme ich Ehrfurcht vor dem Menschen, weil Gott seinetwegen herabgestiegen ist. Ja, das sollte man immer bedenken, wenn man es mit anderen Menschen zu tun hat, dass Gott ihretwegen Mensch geworden ist. Auf der anderen Seite wird mir dies dann immer am unbegreiflichsten. Ja, was ich am wenigsten an Gott begreife, ist seine Liebe. Es wird wohl nie jemand die Liebe Gottes ganz begreifen. Aber glücklicherweise hängt Gottes Liebe nicht davon ab, ob wir sie begreifen. Aber wir dürfen danach greifen. Und wenn wir im Gebet nach Gottes Liebe greifen, vielleicht spüren wir, dass sie da ist. Spüren diese liebende Verbindung zwischen Gott und dieser Welt. Eine Verbindung wie ein Seil, das hält. Eine Verbindung, die hält, komme, was da wolle. Und so kann das Beten wirken und helfen. Uns helfen. Und anderen auch. Und so dürfen wir unsere Gebete Gott anvertrauen. Auf Gottes Seite hält diese Verbindung. Sie hält in unbegreiflicher Liebe. Vertrauen wir ihm unsere Gebete an. Jesus sagt: Wer da bittet, der empfängt. Amen.